Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik zum Berechnen einfacher Schaltungen. Das letzte Mal haben wir über die Ersatzspannungsquelle gesprochen, von einem gewissen Thevenin. Heute sprechen wir über die Ersatzstromquelle. Das geht nämlich auch. Ja? Ein gewisser Herr Edward Norton hat das herausgefunden, dass jedes beliebige lineare Netzwerk, was das ist, haben wir eh schon besprochen, ja, also nur mit linearen Bauteilen drinnen, auch durch eine reale Stromquelle ersetzt werden kann. Und zwar so ersetzt werden, dass bezüglich zwei Anschlüsse A und B von außen gar nicht unterschieden werden kann, ob das lineare Netzwerk dran hängt oder ob einfach eine reale Stromquelle drinnen ist. Ja. Also das war der Herr Norton, das Norton-Theorem ist das. Edward Norton. Das war ein amerikanischer Elektronikingenieur. Und wieder haben wir zwei Sachen zu bestimmen. Ne? Bei der Ersatzspannungsquelle war es die Quellenspannung und der Innenwiderstand. Und das ist eben der Quellenstrom I0 und der Innenwiderstand. Ja? Bei der Ersatzspannungsquelle haben wir gesagt, das Erste, was wir machen, ist, den Innenwiderstand zu bestimmen. Und bei der Ersatzstromquelle funktioniert das ganz genauso. Also da haben wir gesagt, okay, Quellen 0 setzen, eine null gesetzte Spannungsquelle ist ein Kurzschluss, eine null gesetzte Stromquelle ist eine Unterbrechung. Das hat so ausgeschaut. Ich will das jetzt nicht nur mal, ja, also da, null gesetzte Spannungsquelle, zusammengefasst, kommt 366,6 so periodisch Ohm raus. Null gesetzte Stromquelle, hier, das ist die Unterbrechung hier, ja, zusammengefasst, kommt 500 Ohm raus. Ja. Das funktioniert hier in diesem Fall ganz genauso. Ja. Das heißt, im Fall dieser Schaltung mit der Quellenspannung haben wir hier ein RI von 366,6 periodisch Ohm. Wer wissen möchte, wer das im Detail wissen will, soll sich bitte das Video anschauen über die Ersatzspannungsquelle, da wird das nämlich ausgerechnet. Und hier haben wir ein RI von 500 Ohm. Okay. Das zweite, was wir bei der Ersatzspannungsquelle gemacht haben, war, wir haben ausgerechnet die Leerlaufspannung. Mit der fangen wir jetzt nichts an. Jetzt müssen wir nämlich zweitens Kurzschlussstrom bestimmen. Ja? Das ist jetzt der zweite Punkt, den wir machen werden. Zweitens, Kurzschlussstrom berechnen, bestimmen. Das heißt, der RL, der da dran hängt, RL ist gleich 0 Ohm für diesen Fall. Schauen wir uns das also an. Zeichnen wir diese Schaltung hier nochmal auf, ja, aber nur den RL ersetzen mit einem Kurzschluss. Da ist die Spannungsquelle, da ist unser R1, da ist unser R2, da ist unser R3, da ist die Klemme A und da haben wir gleich direkt verbunden die Klemme B. Ja. Kurzschluss. Und was wir an und für sich ausrechnen wollen, ist hier der Strom IK. Der ist interessant für uns. Zeichnen wir also wieder die Quellenspannungen ein, oder die ganzen Spannungen. UQ 30 Volt, da haben wir U1, da haben wir U2, da haben wir U3. Gut. Dann haben wir da I2, dann haben wir da I1, passt. Ja. Wie gehen wir da jetzt vor? Nun, wir berechnen einfach diese Schaltung. Das heißt, wir haben zwei Widerstände, die jetzt parallel geschaltet sind. Das ist der R2 und der R3. Die zwei Widerstände sind parallel geschaltet. Gell? Die fassen wir zusammen
Schaut so aus. Haben wir eins. Und dann haben wir da ein R2-3. Da haben wir ein U2-3. Da haben wir ein U1. Dann haben wir hier ein I1. Passt. Und da haben wir ein UQ. Okay. Und der R2-3 ist also 1 dividiert durch 1 durch R2 plus 1 durch R3. Ja. Das sind 1 dividiert durch 1 durch 200 Ohm plus 1 durch 300 Ohm. Das sind ja die Werte. Ja. Und da kommt heraus 1 dividiert durch 1 durch 200 plus 1 durch 300, 120 Ohm. Okay. Jetzt rechnen wir noch einen Gesamtwiderstand aus. Ja. Weil die zwei Sachen hier, die sind ja jetzt in Serie geschaltet, gell? Der da und der da, da ist der R-Gesamt. Und der ist R1 plus R2-3 und das sind 100 Ohm plus 120 Ohm, das sind 220 Ohm. Passt. Okay, dann haben wir da unser UQ, 30 Volt. Ja. Dann haben wir hier, rinnt er nach wie vor unser I1. Ja. So, da, die Spannung da wissen wir auch, das sind 30 Volt, ja, weil das muss ja die gleiche Spannung sein. So, jetzt können wir also unseren I1 ausrechnen. Unser I1 sind also unsere Quellenspannung UQ dividiert durch R gesamt. Das sind 30 Volt dividiert durch 220 Ohm. Und da erreichen wir einen Wert von 30 dividiert durch 220. 0,1364 Ampere. Okay? Jetzt können wir uns darinnen 0,1364 Ampere, darinnen genauso 0,1364 Ampere. Ja? Das heißt, unser U2-3, der da, ja, ist mein I1, mal R2-3 das sind diese 0,1364 Ampere mal 120 Ohm und da kommt raus, ich will das einfach so machen, mal 120 16,36 Volt. Okay? Das ist das, 16,36 Volt. Und jetzt, die Spannung ist zwischen hier und hier. Zwischen hier und hier ist also diese Spannung. Ja? Das heißt, U2 ist gleich U2-3. Und wenn zwischen hier und hier diese Spannung ist, ich meine, dann ist U3 auch gleich. Ja? U2 und U3 sind gleich, ja, und auch U2-3 ist genauso groß. Ja. Das heißt, mein U3 ist gleich mein U2-3 und das ist gleich 16,36 Volt, ja, weil die Spannung ist ja nur eine Potentialdifferenz, Differenz zwischen hier und hier, zwischen hier und hier und
das und das sind parallel geschaltet, gleiche Spannung, gleich. Ja? Das heißt, mein IK, mein Kurzschlussstrom, ist jetzt das U3 kenne, das R3 kenne, passt. Ja, mehr brauche ich nicht. Das ist also mein U3 dividiert durch mein R3. Das sind also die 16,36 Volt dividiert durch, und jetzt haben wir 300 Ohm. Kommt raus, dividiert durch 300. IK ist also 0,5455 Ampere, das sind 0,0, von 0 vergessen, das sind 54,55 mA. Okay? 54,55 mA. Und dieser Kurzschlussstrom, dieser IK, ist genau das I0. I0 sind gleich 54,55 mA. Dann habe ich diese Schaltung durch diese Schaltung ersetzt. Äquivalent. Norton-Äquivalent, Norton-Theorem. Okay. Kurzschlussstrom bestimmen. Schauen wir uns die Sache auch noch an. Für die Stromquelle. Ja. Wie schaut das dort aus? Nun, da haben wir schon viel Vorarbeit geleistet. Zeichnen wir uns das nochmal auf. Hier nochmal. Da ist meine Stromquelle. Da ist mein R1. Da ist mein R2 und R3. Da habe ich wieder meine Klemmen. A und B, die sind wieder kurz geschlossen. Das war's. Und wieder habe ich hier den Kurzschlussstrom, IK. Wieder habe ich hier mein U1. Wieder habe ich hier mein U3. Wieder habe ich hier mein U2. Okay. Dieses Mal weiß ich den Strom hier aber schon. Das IQ sind 100 mA in diesem Fall. Ja, passt. Ja, da habe ich nur einen I2. Den habe ich schon, das ist der IK. Passt. Ja, und wieder stellt es sich für uns natürlich so dar, dass die zwei Sachen da parallel geschaltet sind. Ja, also der und der ist parallel. Das heißt, wieder schaut es so aus, dieses Mal hier mit einer Stromquelle, dann habe ich hier meinen R1, dann habe ich hier mein R2,3, das ist jetzt genau der gleiche Widerstand natürlich, R2,3, das lässt sich genauso berechnen wie da drüben, gell? H genauso wie da drüben berechnen wir den. Der ist wieder 120 Ohm, also, ja. Und jetzt ist es einfacher. Ja. Jetzt ist es schon einfacher für uns, weil wir müssen nicht mehr weiter vereinfachen, weil hier haben wir schon unseren IQ 100 mA und wir können hier die Spannung U1 berechnen, die interessiert uns aber gar nicht, aber wir können vielmehr auch die Spannung U2,3 berechnen, ja, weil wir wissen ja, den Widerstand R2,3, wir wissen den Strom, der durchrennt, passt. Ja. Das heißt, unser U2,3 ist gleich R2,3 mal IQ. Das sind 120 Ohm mal 100 mA. 120 mal 0,1 sind 12 Volt. Okay. Und wir wissen, dass U3
genauso 12 Volt sein muss, also U3, gleiche Überlegung wie vor, ist gleich U2,3, ist gleich 12 Volt. Das heißt, mein Kurzschlussstrom IK ist gleich U3 dividiert durch R3. Ja, dass ich jetzt nicht den Überblick verliere, weil jetzt alles so schön schnell geht. Ja. Dividiert durch 300 Ohm. Was kommt da raus? 12 durch 3 sind 4. 12 durch 300 sind 0,04. mA. Okay? Also, um das hier zu ersetzen, müssen wir ein I0 von 40 mA machen. Ja? So funktioniert das also. Ja? Norton-Theorem. Um eine Ersatzstromquelle zu berechnen, müssen wir erstens den Innenwiderstand bestimmen, dazu die Quelle 0 setzen, entsprechen und ausrechnen, das Widerstandsnetzwerk, dann den Kurzschlussstrom bestimmen. Wenn wir das gemacht haben, können wir die zwei Parameter, ja, RI und I0, Ersatzstromquelle, Norton-Theorem, gültig für lineare Netzwerke. Jetzt haben wir das schön ausgerechnet. Was passiert eigentlich, wenn wir nicht nur eine Spannungsquelle oder nur eine Stromquelle drinnen haben? Oder was ist, wenn wir viele Spannungsquellen und mehrere Spannungsquellen oder Strom- und Spannungsquellen gemischt drin haben? Was macht man da? Nun, da gibt es ein sogenanntes Überlagerungsprinzip. Was das Überlagerungsprinzip ist und wie das funktioniert, das schauen wir uns im nächsten Video an. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wiedersehen.